Nein! Komm mal her. Kommst du weit genug, um das kaputt zu machen? Nee. Die Idee war gut, aber die Leine war zu kurz. Kannst du die Wand da kaputt machen? Oh, wie cool! Mario ist gerade auch etwas... Wo ist mein Kettenhund? Tot. Er ist auch zertrümmert worden. Rip. Wie hieß er denn? Doku. Okay. Das ist ja cool. Vor allem, das passt natürlich so überhaupt gar nicht hier rein eigentlich, aber gerade deswegen sieht es halt richtig stylisch aus. Mhm. Kann ich da jetzt so in 2D durch? Hey, wir sind ja ganz flach und irgendwie auch pixelig. Oh, das ist so... Würdest du bitte nicht lachen? Ich wollte mich gerade sagen, der hat eine andere Sprungphysik als der normale Mario. Hm. Und zu meiner Verteidigung, das hat mich gerade sehr irritiert. Okay. Der ist so ein bisschen... Weiß ich jetzt, wenn er auf dem Mond wäre. Also so sehr viel schwerfälliger irgendwie. Hm. Deswegen war das irgendwie so ein bisschen schwierig, bei dem Goomba zu manövrieren. Ich bin nicht in den ersten Goomba gerannt, immer noch nicht. Der erste Goomba war im Hutland, in den bin ich nicht reingerannt. Mhm. Und abgesehen davon meine Formulierung, am ersten Goomba sterben. Und das ist immer noch nicht passiert. Von daher gesehen sind wir sicher. Ja. Versucht mir hier nicht mit Gewalt irgendwie einen Fail aufs Auge zu drücken. Ich stelle mich ziemlich gut an für meine Verhältnisse, finde ich persönlich. Und das sage ich, die normalerweise immer meint, ich bin so schlecht in Videospielen, ich kann gar nichts, das ist so schlimm, ich bin so ein Loser. Aber nein, dieses Mindset habe ich abgelegt und ich finde, ich stelle mich eigentlich gar nicht so schlecht an, dafür, dass ich mich hier noch ein bisschen einfinden muss. Was ist jetzt... Ah, gerade sagen, was ist jetzt hier noch? Sieht so... Ach, hier kann ich... Oh, guck mal, da ist sogar ein kleiner Pixelmond. Cool. Hinter dem Wasserfall. Cool. Aber ja, auch mit den originalen Soundeffekten, das finde ich auch sehr charmant gemacht. Das wollte ich gerade noch sagen. Generell ist es voll cool, dass hier so kleine 2D-Passagen sind. Flup. Ja, das Mindset ist halt generell Quatsch in... Oh, das ging schnell. In dem Sinne von, klar, manche Sachen liegen einem mehr als andere Dinge, aber man kann es halt immer lernen. Der Ausblick von der Mastspitze. Ah! Ah! Cool. Also ich finde, selbst wenn einem irgendwie irgendwas nicht so liegt... kann man immer mit genug Zeit und Willen sich da die Kettenreaktion sich Ketten unten ja sich da reindenken. Also es ist immer Quatsch zu sagen, nein, das kann ich nicht, das werde ich auch nie können. Wenn man sich halt so ein bisschen reinkniet und das wirklich möchte, dann kann man das auch lernen. Es ist halt, weiß nicht, ich finde halt auch so, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich bei Videospielen irgendwie auch viel angenehmer mit der Steuerung klarkomme, weil ich habe das früher gehabt, dass ich teilweise irgendwie gefühlt 10 Stunden gebraucht habe, um überhaupt die Steuerung irgendwie zu adaptieren. Und mittlerweile geht das irgendwie sehr viel schneller. Und das, obwohl ich jetzt vor 2 Tagen erst ein anderes neues Spiel angefangen habe mit Legenden Arceus und da die Steuerung erstmal gelernt habe. Und trotzdem klappt es hier eigentlich mittlerweile auch ganz gut. Also ich glaube, viele verschiedene Spiele zu spielen hilft halt einfach allgemein auch in allem stückchenweise etwas selbstsicherer zu werden. Sagte ich jetzt und dann zertrümmert mich die Dame da hinten gleich, aber selbst wenn, das ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja nicht alles perfekt im First Try immer schaffen. Oh, die hat gleich 3 davon.
an ihr dranhängen, außer es ist einfach nur Deko, um mich zu ärgern. Was? Du willst meine Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an dahergelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Katharinchen! Nein. Oh, du bist... ich könnte schwören, ich habe ihn eigentlich erwischt. Aber scheinbar nicht. Was soll ich mit dem... Oh, da ist Heilung drin, das nehme ich. Jetzt spielt sie Beyblade mit Katharinchen, okay. Ich glaube, meine... Ah, schon wieder. Meine Mütze ist, glaube ich, nicht lang genug oder nicht so lang, wie ich sie einschätze. Und deswegen wird mir nicht dann immer so knapp daneben gewesen. Ist hier irgendwo noch? Da ist noch ein Stein. Wieso hat die genug Energie, um das Ding einfach zu heben? Ach, jetzt habe ich... Ah! Jetzt habe ich verstanden, wo die ganze Zeit mein Problem war. Ich muss ihr erst ihr Hütchen abschlagen, kann das sein? Mhm. Ich habe sie die ganze Zeit getroffen, aber ich habe halt erst das Hütchen getroffen. Ah. Aha. Ich habe die ganze Zeit gedacht, meine Wurfkraft hätte nicht ausgereicht und ich hätte halt immer daneben geworfen. Hätte ja auch sein können und wurde deswegen getroffen. Aber nein, ihr Hütchen musste erst runter. Damit meins drauf konnte. Aha. Sieht immer aus wie so ein paar Bananen. Gerade wenn es so drei zusammen sind. Ein Multimond. Nice. Das hat doch gut geklappt. Bananas. Und wie gesagt, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, in Bosskämpfen auch mal getroffen zu werden oder auch mal drauf zu gehen, weil das gehört bei Videospielen ja auch dazu. So lernt man halt einfach, so übt man Bosse. Ich meine, in Mario und Zelda ist es eher unüblich, da wer weiß, wie viele Versuche zu brauchen, es ist halt nicht Dark Souls. Aber selbst wenn, ist ja auch nicht schlimm. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzt die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Und Sherry Dot, Dankeschön für 22 Monate Treue. Dann schauen wir doch mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Flupp. Ich hab sogar 5. Beziehungsweise 6, weil einen habe ich ja schon abgegeben. Der hat so den Kettenhund im Hintergrund gesehen. Der war richtig Pock. Die Odyssee. Auch ein richtiges Pock-Emote. Ja, ist nun funktionstüchtig. Ich musste übrigens, als ich das Projekt angekündigt habe, erstmal googeln, wie sich Mario Odyssey eigentlich schreibt. Ob jetzt so oder mit Y oder wie oder was oder überhaupt. Wie viel S, wie viel E? Ja. Wie viel Ds? Huch. Ich meine, das ist mal der Inbegriff einer World Map. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal Geistlinde und Peach retten. Möchtest du ansteuern? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland und drücke A und schon geht's los. Ach, guck mal, hier ist Hutland, Kaskadenland und Wüstenland. Ich frage könntest, glaube ich, jetzt auch nochmal nach Hutland zurück und dort jetzt auch Stuff sammeln. Ah. Jau. Ich wollte mich gerade fragen, ob es irgendwo eine Liste gibt, wo ich sehen kann, wie viele Monde es halt wo gibt, weil einfach so ins Blaue ist schwierig. 25? Jau. Mondliste. Ah. War drei verschiedene. Kettenhund, Maxi-Kettenhund, Madame Brodel. Nee, Brutes? Ich wollte Brodel sagen. Nah dran. Der Kettenhund, T-Rex. Wie unepisch. Und die Souvenirliste. Moment, wie viel? 52? Verkauft mir denn hier alles seine Seele?
Ziehen wir noch nach links. Ah ja, ich würde sagen, links oder rechts drücken. 17 Monde im Hutland und wahrscheinlich 50 von diesen. Ach, das ist die Währung, die im Reiseführer erwähnt wurde, kann das sein? Diese runden Steinplatten. Das heißt, hier gibt es halt quasi 30 von diesen violetten Dingern. 30 Und hast du gefunden. ja, meine ich ja. 30 von 50 habe ich gefunden. Und hier gibt es dann das gleiche, aber in Hutform. Aha. Aber die Sache ist jetzt, die ich mich frage, kann ich das alles jetzt im ersten Anlauf schon holen? Wahrscheinlich würde ich schon fast behaupten, nicht. Bin mir nicht sicher, ob du alle holen kannst, aber du kannst auf jeden Fall das meiste holen. Weil ich hätte jetzt spontan gesagt, dass man bestimmt irgendwann backtracken muss. Ansonsten kannst du einfach dich umgucken und schauen, einfach so viel, wie du findest. Und Ja. wenn du denkst, du hast genug gefunden, kannst du ja weitergehen. Ja. Also es ist praktisch, dass man da auf jeden Fall eine Übersicht hat. Ich sag's jetzt schon mal, ich denke nicht, dass wir 100% holen werden, weil ich weiß, es gibt Dark Side of the Moon und Darker Side of the Moon. Das kenne ich und das möchte ich eigentlich nicht machen. Weiß nicht, inwiefern das zu den 100% zählt, aber wahrscheinlich schon. Aber ich möchte so viel holen, wie ich halt Lust habe. Also ich möchte jetzt nicht sagen, wir machen nicht 100% oder wir machen 100% oder sammeln alle Monde oder auch nicht. Ich gucke einfach mal, wie das im Laufe des Projektes sich so entwickelt. Jetzt gerade aktuell möchte ich noch so viel holen wie möglich. Deswegen muss ich scheinbar erst einmal ins Wüstenland. Vielleicht kannst du dann einfach da sofort wieder rausgehen, wenn du einmal dort warst. Aber ja, ich guck mal, wie viel wir so im Laufe der Zeit holen. Je nachdem, wie viel Spaß das macht und wie gut das so klappt. Aber ich glaube, dafür ist das Spiel halt auch sehr kulant, dass man halt nicht wirklich alles holen muss. Wenn du bedenkst, du brauchst 5 Monde von den 25, die es hier gibt. Ja. Und einer davon ist ein Triple-Mond, also eigentlich brauchst du nur 3 von den 25. Ja. Deswegen, wir gucken einfach mal, wie viel Interesse ich daran habe, alles zu holen und wie viel Interesse ihr daran habt, das zu gucken. Schick. Wie sieht denn jetzt Wüstenland aus? Bin ja an sich nicht immer der größte Fan von so Wüstenwelten, aber die gibt es irgendwie immer in so ziemlich jedem Spiel. Ich hoffe, ich will es nicht wissen, ich hoffe auf eine Eiswelt. Das weiß ich nämlich gar nicht, ob das Spiel eine hat. Also wie gesagt, ich erinnere mich an New Dawn City, ja. Ansonsten vielleicht, wenn ich in der jeweiligen Welt bin, dass mir dann einfällt, ja stimmt, die habe ich schon mal irgendwann gesehen. Aber so spontan kann ich mich, glaube ich, an gar keine Welt erinnern, abseits von der Stadt. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob es eine Eiswelt gibt. Aber es würde mich sehr glücklich machen. Aber ich will es nicht wissen. Wenn es eine gibt, dann möchte ich mich gerne freuen, wenn sie kommt. Na, wie gefalle ich dir als Kapitänsmütze? Ganz schön fesch, oder? Also, wo waren wir stehen geblieben? Das Ungeheuer schimpft sich Bowser, richtig? Gut, mit der Odyssee holen wir ihm 0, nichts ein. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp: Stampfattacke. Um mit Blöcken oder Gegnern unter dir oder Bodenunebenheiten, so jetzt habe ich's, fertig zu werden, geht nichts über eine Stampfattacke. Drücke ZL in der Luft, um mit Hilfe einer Stampfattacke alles unter dir zu pulverisieren. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Falls du was nachschlagen möchtest, kannst du jederzeit einen Blick in die Anleitung werfen. Ladezeit gut genutzt. Und das Menü kann ich auch jederzeit öffnen. Okay. Schauen wir doch mal, was hier über das Wüstenland steht. Wie der Name vermuten lässt, ist es von Sand bedeckt und wohl auch ziemlich heiß. Dort gibt es Ruinen zu sehen und jetzt kommst, den sogenannten Ring der Einheit.
Der bindet Leute wie ein Ehering. Isabausa klingt ja nach jemandem, der eine kostbare Antiquität für seine Scheinhochzeit stehlen würde. Die Brutzelebene. Oh, das sieht ja interessant aus mit diesen Eisblöcken, nenne ich es mal, die da im Sand stecken. Oben auf dem Ruinenturm. Sieht auch ganz schick aus. Und es scheint eher kühl zu sein. Wir haben es geschafft. Unsere erste Fahrt mit der Odyssee war ein voller Erfolg. Es ist furchtbar kalt. Und ich dachte immer, in der Wüste wäre es heiß. Warum leuchtet es auf der Turmspitze? Ist da etwa ein Mond? Maki, hör auf zu knattern! Ich glaube, du hast sie irgendwie angeschaltet. Oh no! Vielleicht braucht sie einen Moment, dann geht sie wieder aus. Ja. Aber interessant, dass es so eine kühle Wüste ist. Okay, darf ich aber erstmal wieder gehen? Ja, bitte. Weil wenn, dann will ich ja auch vorne anfangen mit dem Sammeln. Und das Spiel müsste mir ja eigentlich auch immer einen Tipp geben, wo sich da ein Mond befindet. Oh, da ist sogar einer in der Luft gewesen, habe ich gerade gesehen. Das ist aber schon cool, wenn du irgendwie auch an jeder Ecke irgendwo einen Mond findest. Ich hoffe, es ist halt nicht zu viel irgendwann, dass du für jeden Scheiß was hinterher geworfen bekommst. Aber bis dato wirkt es ja eigentlich noch ganz angenehm. Also, dass du schon immer so ein bisschen erkunden und dafür arbeiten musst. Was haben wir diesmal? Der Münzenzielwurf. Den hatten wir, glaube ich, schon. Ich habe doch immer Zielwasser getrunken, also bitte. So, da sind wir wieder. Bekomme ich jetzt vielleicht sogar schon so einen kleinen Hinweis, wo es hier noch Monde gibt? Nö. Oder ist ein Toad? Hallo? Der Tip-Toad. Hallo Mario! Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ich eine Inventarliste von den Orten, an denen sich Powermonde befinden. Stellt das Finden von Powermonden dich vor ein Rätsel, für 50 Münzen helfe ich dir. Ah, ich kann es mal ausprobieren. Danke sehr, ich habe ihn auf der Karte markiert. Okay. Der Tip-Toad. Was ist das hier? Was, Onkel Amiibo? Okay. Grüß dich, Jungchen. Und Maki. Alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige die etwas ungewöhnliche Frage, aber besitzt du Amiibo? Ein paar, ja. Wenn du welche hast, setz sie ruhig ein. Die könnte dir dabei helfen, übrige Powermonde zu finden. Warum hast du mir jetzt gerade Ganondorf gebracht? War am nächsten dran. Und jetzt kommt's. Je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein kleines Extra-Kostüm für dich. Okay. Wo ist das? Hier? Batterieleistung lässt nach. Ich glaube eher so hier so ein bisschen. Ah ne, du musst auch links gedrückt halten, sehe ich gerade. Oh. Na? Nochmal zurück. Drück jetzt. Wo war der Fehler? Weiß ich nicht. Okay. Mal sehen, dieses Amiibo ist... Genau, das ist Ganondorf. Alles klar, dann schicke ich jetzt mal Ganondorf los, um nach Hinweisen zum Monden zu suchen. Der macht das bestimmt gerne. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Du kannst ja so lange gerne eine Runde die Beine vertreten. Okay. Interessant, dass man sich zum einen Tipps kaufen kann und zum anderen quasi Amiibo losschicken kann. Also kannst du ja quasi entweder Tipps mit Ingame-Währung oder mit Echtgeld-Währung kaufen. In gewisser Weise schon, ja. Ach, guck mal.
Diese Münzen kann man nur in diesem Land hier ausgeben. Ah ja. Aber abseits davon habe ich jetzt keine wirklichen Hinweise bekommen. Also gut, ich kann mir die Hinweise kaufen, aber so an sich muss ich selber suchen. Mhm. Aber ich habe ja dich und du weißt ja zum Glück auswendig, wo jeder einzelne Mond ist. Natürlich. Was? Wonach suchst du denn? Ich weiß, haha, ich kann es dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Guten Abend, Captain Toad. Der ist hier irgendwo versteckt. Suche ihn, finde ihn, chippity chip. Okay. Kann ich da runterspringen? Wie ist aus? Ich sehe nichts mehr. Oh, da unten ist Katzen-Mario. Der Gorilla mit dem Zylinder ist schon echt stylisch. Das stimmt. Kann ich da irgendwas mit machen? Fliegen. Er kommt irgendwie nicht hoch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Bin verwehrt. Ich will wieder an Land. Oh, da sind Dinger. Ich habe die Orientierung verloren. Ich habe vor allen Dingen Angst, dass er den Goomba einfach random in der Luft abschmeißt. Und jetzt kann ich hier aus. Da sind auch noch welche. Ansonsten kannst du einfach resetten einmal, oder nicht? Wenn du rausspringst und neu einfängst. Ja, gut. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass der, wenn ich nicht mehr drücke, einfach random im Wolkenmeer verschwindet. Weißt du? Mhm. Oh, da ist eine Tür. Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Okay. Ach, hier muss ich... Ah, ein Mondstück. Okay. Sorry. Gott. Das ist zu weit. Na gut. Aber du kannst auf diesem schwarzen... Oh, wobei doch da. Den Schatten nicht so gut sehen, wollte ich sagen. Aber doch, kannst du... Muss ich auch noch Platforming betreiben? Bin ich denn hier gelandet? In Mario, einem Plattformer. Achso, die Plattform fährt da einfach entlang. Ich brauche mal irgendwie einen Überblick. Muss ich mal kurz gucken. War ich doch wahrscheinlich da in der Mitte. Ich werde diese Plattform einfach nie. Doch da. Ich glaube, ich muss da in der Mitte wahrscheinlich. Ah, da ist auch noch. Nein, ich bin runtergefallen. In der Mitte einfach hoch. Also, Plattform an sich, okay, ne? Ist jetzt nicht so das, was ich jetzt so in meiner Freizeit gerne tue, um mich zu beschäftigen, aber ist okay, ne? Aber Plattform mit dieser Sprungmechanik hier. Ist witzig.
Also ich kann mir durchaus Leichteres vorstellen.